Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, beziehungsweise Heiligabend. Wenn ihr es wirklich Heiligabend guckt, dann Respekt. Ich kann es mir bald nicht vorstellen. Aber es ist ein perfektes Video für die Bescherung, würde ich sagen. Habt ihr auch recht. Gut. Wir packen mal aus. Natürlich Nummer 24. Bevor ich ein paar Worte verliere. Was haben wir denn hier Feines? Wir haben hier vier Artikel. Zwar einmal den Viking Cracker von Leslie. Ich meine, das ist Leslie. Nagelt mich, wie immer, nicht fest. Dann haben wir hier die Samurai Soul von Pyroland. Schön zum Abschluss, letztes Türchen. Dann die Happiness Fountain von Vulkan. Hier zu sehen. Und einen schönen Fire Sphinx Vulcano. Ja, das wird Leslie sein. Ja, ich meine, es ist Leslie. Ja, kurz vorweg, kleine Anekdote, beziehungsweise ganz kleine kurze Lehre. Und zwar wissen ja die meisten, dass ich aus dem hohen Norden komme. Eagle Fireworks ist aus dem hohen Norden. Und ich erkläre euch mal ganz kurz, wie man hier so ein bisschen spricht. Und zwar, auch viel mit wie ihr schon hört. Nein, also, mal angenommen, wir haben hier einen David. Und der ist ziemlich frech, dieser David. So, dann würde man bei uns sagen, zu diesem David, hey David, du kannst gleich wohl was an der Beckham. So, das sagt man bei uns. Wer das Wortspiel verstanden hat, damit schöne Grüße an Daniel, meinen Ex-Arbeitskollegen. Leider Ex-Arbeitskollegen, ist hart, aber es ist nun mal so. Ja, so viel dazu. Überleitung kann ich nicht. Und zwar, und deswegen fangen wir jetzt einfach an mit Türchen Nummer 24. Viking Cracker Nummer 1. Klein und süß, wie immer. Ihr kennt ihn, wenn ihr die Türchen verfolgt und den Adventskalender. Dann haben wir hier die Happiness Fountain von Vulkan. Wo ich gar nicht so weit weggehen, die ist nicht hoch. Oh doch. Okay, die war relativ hoch, nur nicht von langer Brenndauer. Dann machen wir als nächstes gleich im Anschluss die Samurai Soul von Pyroland. Eigentlich können wir den Kalender auch Windkalender nennen, oder? Wir haben jetzt, glaube ich, in fast jedem Türchen gut Wind gehabt. Aber das bleibt nun mal nicht aus. Hier im hohen Norden. Da haben wir viel Wind. Gerade dieses Jahr ist es echt extrem. Wie auch immer. Wir haben noch den Fire Sphinx Volcano. Der ist, glaube ich, etwas höher und schöner auch. Ja, definitiv höher. So, Leute. Ja, komm, ich spann euch nicht auf die Folter. Das war Türchen Nummer 24 und wie ich gestern beim 23. Türchen gesagt habe, erstmal räume ich den Müll wieder weg. Vorbildlich, wie ich bin. Und ja, wir haben ein kleines Finale zum Abschluss. Als allererstes möchte ich nur ein paar Worte loswerden und zwar wünsche ich euch und euren Familien ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ja, verbringt die Tage mit euren Liebsten. Genießt die Zeit. Erholt euch gut von der Arbeit oder von der Schule. Je nachdem, wie alt oder jung ihr seid. Und ja, genießt die Zeit einfach. Ich hoffe, der Adventskalender hat euch dieses Jahr gefallen. Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn es so ist. Aber ich habe auch viele Kommentare gelesen, die dafür sind. Und deswegen werde ich diesen Kalender
auch nächstes Jahr wieder für euch machen. Weil mir das A Freude macht und B, weil ich da jedes Jahr auch wieder Bock drauf habe. Das steigert einfach die Vorfreude. Ich werde auch ein paar, ein bisschen mehr Varianz in die Artikel bringen. Denn es hat sich doch sehr viel wiederholt. Es waren fast ausschließlich Neuerungen oder Neuheiten von Pyroland oder im F1-Segment, aber es hat sich dann doch sehr viel von den Artikeln wiederholt. Das ist mir selber auch bewusst. Wenn euch das stört, dann tut es mir leid. Aber so ist es nun mal dieses Jahr gewesen. Konntet ihr hoffentlich mitleben. So, jetzt aber hier. Was haben wir denn als F2-Finale? Kleines Wortspiel. Was ist denn jetzt im Finale? Und zwar, was haben wir denn hier? Feines von Watt. Und zwar haben wir die, komm, ich spanne euch nicht auf die Folter, die Watt Imaginator. 19 Schuss Batterie. Kurze Eckdaten. Wir haben eine Brenndauer von 25 Sekunden. Ein Gewicht von 228 Gramm. Eine Effekthöhe von 20 Metern, circa natürlich nur. Und ein Kaliber von, sage und schreibe, 25 mm. Ja, 30 mm sind das höchste in F2 in Deutschland, was erlaubt ist. Und ich denke, damit haben wir ein würdiges Finale des Pyro Adventskalenders 2023 auf Eagle Fireworks. Ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen darüber. Jetzt kommt wieder die Fummelei hier mit dem Rausziehen und Rauskriegen. So, hat aber ja funktioniert. Ja. Wie gesagt, wir haben den 23. Dezember und ich weiß nicht, ob die Leute, den 24. Dezember. Und ich weiß nicht, ob die Leute das so feiern. Aber das ist mir jetzt egal. Für euch ist mir nicht zu schade. Und deswegen gibt es jetzt die Imaginator von Watt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe sie selber noch nicht gezündet. Hatte sie letztes Jahr bestellt. Gleich zweimal, um sie einmal zu zünden und bin einfach drüber weggekommen. Deswegen ist es für mich eine Premiere. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, ist es für euch auch eine Premiere. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Sauber, richtig, richtig geil. Die hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß, auf dem Video kommt es niemals so rüber, wie es in Wirklichkeit ist, aber die ist brachial gut. Also das, dafür, dass es, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur 25 mm sind, echt geil, mega. Also ich hoffe, euch hat der Pyro Adventskalender dieses Jahr gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sehe zu, dass ich hier wegkomme und euch noch einen schönen heiligen Abend. Bis dahin, ciao.